Eine ganz großartige Neuerung in Illustrator CS4 ist die Möglichkeit, mehrere Zeichenflächen anzulegen. Wenn ich ein neues Dokument erstelle, kann ich hier direkt die Größe der Zeichenflächen bestimmen und auch die Anzahl der Zeichenflächen. Hier kann ich direkt sagen, ich möchte mehrere Zeichenflächen haben und deren Anordnung auf der Montagefläche auch hier schon bestimmen und deren Abstand. Die Möglichkeit, den Anschnitt zusätzlich für die Zeichenflächen einzugeben, ist natürlich auch besonders gut für diejenigen, die ihre Dateien mit Anschnitt für eine Druckerei bereits richtig vorbereiten möchten. Hier ist es jetzt aber so, ich habe mal ein anderes Beispiel mir überlegt. Ich habe eine Zeichenfläche erstellt. Das ist sozusagen eine ältere Illustrator-Datei. Und in dieser älteren Illustrator-Datei möchte ich jetzt erstmal für diese Schnittmarke, die hier gestaltet wurde, den Anschnitt noch nachträglich definieren. Klicken Sie einmal auf Dokument einrichten und wählen Sie dann hier den gewünschten Anschnittwert. Dieser wird dann beim Erstellen einer PDF-Datei auch korrekt berücksichtigt. Als nächstes möchte ich im selben Dokument eine weitere Zeichenfläche anlegen. Hier handelt es sich um eine Geschäftsausstattung. Und zwar möchte ich zusätzlich zu dem Briefbogen noch eine Visitenkarte und vielleicht einen Briefumschlag bestimmen. Und das machen Sie, indem Sie jetzt das Werkzeug hier auswählen, das für die Zeichenflächen zuständig ist. Dieses neue Zeichenflächenwerkzeug dient jetzt dazu, um zum Beispiel eine neue Zeichenfläche auf der Montagefläche zu zeichnen für die Visitenkarte. Um die Größe dieser Zeichenfläche richtig zu bestimmen, haben Sie hier oben dann die Möglichkeit, die Breite und die Höhe richtig einzugeben. Ich nehme einmal dieses Format und möchte jetzt dann darauf arbeiten und jetzt brauchen Sie einfach nur das Werkzeug wechseln und könnten dann beispielsweise hier mit der Alt-Taste das Logo nehmen und darüber ziehen, auf diese Visitenkarte platzieren. Und das ist natürlich in dem Fall noch zu groß, muss entsprechend verkleinert werden. Es muss noch weiterer Text dazu und so weiter. Wechsle ich jetzt noch einmal auf das Zeichenflächenwerkzeug, kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte verschiedene Visitenkarten vielleicht für diesen Kunden erstellen. Also verschiedene Namen für verschiedene Mitarbeiter, dann kann ich jetzt diese Zeichenfläche samt Inhalt duplizieren. Wir haben hier oben die Möglichkeit, da gibt es eine Option, Bildmaterial mit Zeichenfläche verschieben oder kopieren ist jetzt aktiv. Das heißt also zunächst einmal mit dem Bildmaterial verschieben. Ich kann aber auch mit gedrückter Alt-Taste einfach diese Zeichenfläche noch einmal duplizieren, um eine zweite Visitenkarte dann im selben Dokument zu gestalten. Natürlich können Sie weitere Zeichenflächen noch hinzufügen in beliebig anderen Formaten. Diese neue Möglichkeit ist jetzt wieder ganz besonders gut, wenn Sie eben mehrere Elemente, die für denselben Kunden gestaltet werden sollen, im selben Dokument haben möchten. Achten Sie aber bitte auf den Dokument-Farbmodus. Wenn das Ganze gedruckt werden soll, muss das Ganze im Dokument-Farbmodus 4C sein. Möchten Sie gerne eine Zeichenfläche als Webseite gestalten, müssen Sie dann wechseln. Dabei kann es zu Farbveränderungen kommen. Deshalb ist es eventuell günstiger, Print und Web voneinander getrennt zu handhaben.